Hallo, ich grüße alle Freunde, alle Fans von Kingdom Life Now und beteilige mich an der kleinen Zusammenstellung von Videobeiträgen von Sprechern, die schon bei Kingdom Life Now gewesen sind. Und ja, ich hatte ja die Ehre, in diesem Jahr auch in Fleisch und Blut tatsächlich in Schorndorf gewesen zu sein. Und ich habe gesprochen über das Thema Stand Your Ground, bleib standhaft. Bleib bei dem, was Gott dir gesagt und gezeigt hat, gerade jetzt in der Krise. Und Gewissheit im Glauben, der allgemeine Glaube reicht in der Krise nicht aus. Das werden sicherlich im Moment viele festgestellt haben, dass es eine Zeit lang, ja, hangelt man sich so durch, aber dann geht das ja richtig an die Substanz und wie, man fragt sich, wie kann man bestehen? Aber der Glaube bindet sich an Gott, der immer besteht. Und er hat jedem von uns Dinge gegeben und gezeigt, die haben eine bleibende Qualität. Auf die müssen wir uns jetzt stützen, meiner Meinung nach. Das ist sehr wichtig. Und für 2020 ja, war für mich also dieses Wort aus Hebräer 12 sehr entscheidend, in dem es heißt, ab Vers 26, damals erschütterte Gottes Stimme die Erde, aber jetzt hat er die Zusage gegeben, noch einmal werde ich alles erschüttern, nicht nur die Erde, sondern sogar den Himmel. Und die Worte noch einmal zeigen, dass bei dieser Erschütterung die ganze erschaffene Welt umgewandelt werden soll. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unerschütterliches Reich und deshalb wollen wir dankbar sein, denn dadurch dienen wir Gott, wie es ihm gefällt, in Ehrfurcht und mit heiliger Scheu, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hebräer 12, 26 bis 29. Ja, wir sind in einer Zeit der Umwandlung und wir sind in der Zeit der Offenbarung eines unerschütterlichen Reiches. Alle Reiche werden offenbar, wie sie eigentlich beschaffen sind. Und wir sind in einer Zeit verzehrenden Feuers. Und dieses Feuer, ja, es frisst alles auf, was künstlich ist, was ungerecht ist, was verkehrt ist, was nach außen etwas ins Schaufenster stellt, was es nicht wirklich ist. Und diese Aufdeckung durch das Licht, durch das Feuer, das setzt uns ganz schön zu. Ich denke, was hinter den Kulissen alles so hervorkommt, das Ausmaß ist einfach ungeheuer groß und damit haben wir auch nicht gerechnet, dass es so groß ist, dass der Sumpf, wie es heißt, dass der Sumpf so tief ist, aber er ist es und die Spannung ist kaum auszuhalten, diese Aufdeckungen, die alle so geschehen im Windschatten von Corona. Und ja, also wie gesagt, Gott hatte mir gesagt, es ist eine Zeit der Umwandlung, eine Zeit der Offenbarung der Reiche. Und damit sich zeigen kann, welches Reich wirklich auf Gerechtigkeit gegründet ist und deswegen Bestand hat. Und es ist eine Zeit verzehrenden Feuers. Ja, wir sind in einer Art Zwischenzeit für mein Empfinden. Irgendwie die alte Welt vergeht, die neue Welt kommt. Wir hängen dazwischen, als würde die Zeit irgendwie angehalten sein. Und es ist ein Transit, ein Übergang, wie der immer in der Geschichte geschehen ist, wie der Auszug aus Ägypten durch das Rote Meer, wie der Einzug in das gelobte Land, durch den Jordan. Es sind immer solche Übergänge und das ist für mich auch ein immer wichtiges Thema, wie ihr wisst, Transformation und die Schwelle, das interessiert mich sehr. Ja. Ja, was kann ich euch sagen für das kommende Jahr? Da habe ich natürlich auch eine Bibelstelle, die ich euch vorlesen will. Es ist auch aus der Guten Nachricht Übersetzung. Da klingt das einfach ein bisschen anders. Und diese Bibelstelle hat Gott mir im Zusammenhang damit gegeben, dass die Zukunft, das Kommende, es wird geboren aus Herzen heraus.
Deswegen möchte die Welt unsere Herzen erfüllen mit Furcht. Dann gebären wir eine furchtbare Zukunft. Aber der Heilige Geist möchte natürlich unser Herz füllen mit Paradies, mit allem Guten, Wohlgefälligen und Vollkommenen, damit wir das hervorbringen. Darum ist es ja sehr wichtig, dass wir auf unser Herz achten mit allem Fleiß, wie das heißt in Sprüche 4, 20 bis 27. Ich lese euch mal vor. Mein Sohn, höre mir gut zu. Achte auf meine Worte. Präge sie dir ein, damit du sie in Herz und Sinn behältst und nie verlierst. Sie erhalten den Menschen, der sie befolgt, bei Leben und Gesundheit. Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen, über deine Lippen soll keine Verleumdung, keine Täuschung kommen. Lass deine Augen gerade ausschauen, richte deinen Blick genau auf deinen Weg, überlege, was du tun willst, dann tu es entschlossen. Lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten. Ja, also diese Disziplin ist für mich die Herausforderung in der jetzigen Zeit und natürlich auch für die Monate, die vor uns liegen. Ich glaube, die ganze Kirche muss in Sachen Reife einen Schritt weiterkommen. Die Krise zeigt, wo wir schwach sind, aber auch, wo wir stark sind. Ja, die Welt redet von dem Great Reset und sie versteht unter dem Great Reset also nun die große, totale Kontrolle. Es ist immer Kontrolle und Furcht, mit denen gearbeitet wird, aber andere reden von dem Great Awakening, dass wir natürlich durch die Erschütterungen, die jetzt vor sich gehen, auch eine große Erweckung losgetreten wird. Und das glaube ich auch, dass das so ist. Selbst hier viele Nachrichtenportale, die werden immer frommer, also immer, da wird immer mehr, wird auch über Gott geredet und werden Bibelstellen zitiert. Ich bin manchmal also wirklich fassungslos, auch von manchen Demonstrationen habe ich gesehen, da wurde dann auf der Straße gebetet und das hätte ich mir vor ein paar Monaten überhaupt nicht vorstellen können, sowas in Deutschland, aber so ist es. Gott hat mir noch ein anderes Great gegeben, nämlich Great Release und ja, eine große Freisetzung. In der Krise jetzt werden viele göttliche Gaben, viele göttliche Berufungen freigesetzt, die auf einmal, vielleicht auch unerwartet, sie haben lange irgendwie im Verborgenen gelegen und viele von euch haben gedacht, ja, meine Berufung wird wahrscheinlich nie irgendwie ans Licht kommen, aber jetzt kommt alles ans Licht und auch unsere Berufungen kommen ans Licht und viele Leute werden auftauchen, viele Menschen, viele Bewegungen, viele Gaben werden ins Spiel kommen, von denen wir gar nicht erwartet haben, dass die da sind, aber Gott hat schon Vorsorge getroffen, dass vieles im Untergrund schon vorbereitet wurde auf eine Zeit wie diese, wenn die Machtverhältnisse umstürzen. Ja, also ich grüße euch sehr lieb. Ich hoffe, wir sehen uns im Jahr 21 und diese ganze Corona-Geschichte geht vorüber und wir haben wieder die Freiheit, uns zu treffen und zu sehen und dann werden wir das auch tun und dann werden wir uns freuen, wie die Mastkälber, die wieder freigelassen werden und auf die Wiese springen. Ja, manchmal weiß man nur zu schätzen, was man hat, wenn man es mal dann nicht mehr hat und verliert. So ist es auch jetzt mit den Veranstaltungen, die wir vermissen. Ja, ich grüße euch und ich danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen und ich hoffe, bis ganz bald.